Hallo Welt, da sind wir wieder, hier in unserem Vault 123. Unsere Moral liegt jetzt schon bei 83%, besser als beim letzten Mal. Und wir haben eine Note B bekommen. Es ist der erste Tag in der Woche wohl, ja, nach 7 Tagen. Und wir kassieren mal unsere 110 Kronkorken ein. 9 Stunden und 56 Minuten brauchen wir bis zur nächsten Bewertung, aber erstmal das Erste. All unsere Ödland-Durchforscher sollten wieder zurück sein, zumindest die, die wir zurückgerufen haben. Und wie man sieht, alle anderen sind auch fertig. Wir haben einen neuen Bewohner. Es sind so viele Bewohner in der Warteschlange, also gut, dann lassen wir sie erstmal rein. Aha, da geht es los. Eine kleine Redguard-Galage. Nein, zwei. Besuchen unseren Vault. Das mögen unsere Bewohner nicht so sehr. Ah, Philipp, du bist fertig. Wie schön. Und auch hier in der Glücksschmiede sind auch welche maximal aufgestiegen. Ach was, da hat wirklich jemand ein Stimpack gegen die Red Kakerlaken gebraucht? Zwei sogar. Ja, er ist ja auch ganz alleine da gegen so eine riesige Red Kakerlake. Also ich würde Reis ausnehmen, wenn ich das Viech sehen würde. Aber jetzt können wir erstmal, bevor wir die Leute alle reinlassen, hier ein bisschen was verteilen. Stelle drei Waffen her, abgeschlossen. Wie schön. Das haben sie aber gut gemacht. Unser Joshua Newton ist fertig mit seiner Agility. Er kommt auf jeden Fall in ein Forschungslabor oder in die Krankenstation. Ja, doch erstmal hier ins Forschungslabor oder Krankenstation. Forschungslabor, Krankenstation. Krankenstation, da scheint jemand nicht ganz auf 10 zu stehen, denn sonst würde Joshua... Ach doch, er hat Kleidung an. Ja, deswegen bringt Joshua ein bisschen mehr hier rein, plus 2. Er hat die gute Kleidung an. Egal, er kommt nach unten. Unten war noch ein Platz frei, deshalb schicken wir ihn erstmal nach unten. Ja, dann ist hier die gute Ruth Jones fertig mit ihrem Krafttraining. Oh, sie ist aber im Allgemeinen sehr gut auch. Ihr steht es sehr, sehr gut mit den Werten. Sie ist schon überall, also alles, fast alles bis auf Glück, hat sie schon gut trainiert. Ja, dann ist doch das Nächste, was sie braucht, Glück. Dann nehmen wir erstmal die Jane. Jane Snow darf jetzt mit ihrem Glück auch hier in die Krankenstation. Erstmal hier ins Labor. Mary Shaw, Marie Shaw. Ich glaube, sie hatte viel Charisma, oder? Hatte sie vielleicht mal. Aber jetzt hat sie vor allem Agility, also Beweglichkeit und Luck, also Glück. Ja, damit... Oh, und mit dieser Waffe darf sie nach ganz oben in die Cafeteria. Beziehungsweise in die Cafeteria darunter. Dann haben wir unseren... Sean Allen. Ja, er könnte dann Ausdauer noch gebrauchen. Schauen wir erstmal nach dir, Philipp. Philipp, du bist hier fertig. Intelligenz fehlt dir. Ja, aber das trifft sich doch ganz gut. Dann tauschen wir euch beiden einfach mal aus. Und dann müssen wir bald für dich, Philipp, schon eine Lounge bauen, damit du auch Charisma noch trainierst. Ja, wunderbar. So, Intelligenz bekommst du auch noch voll. Und wie war das jetzt mit dem Glück? Ach so, ja, unsere Vault Promi, sie sollte Agility eigentlich bekommen. Wo können wir sie denn sonst? Sonst können wir sie eigentlich auch noch hier in die Muckibude oder so stecken. Oben Wahrnehmung, Perception, ja, machen wir das doch so. Dann darf sie Perception ein wenig trainieren. Moment. Das ist ja noch weiter oben. Mache ich hier irgendwas falsch? Hier ist doch Perception. Nein, 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 nein. Christine West ist es? Nee, Christine King.
Wo läuft jetzt Sean Allen her? Ja, Philipp, Intelligenz darfst du trainieren hier. Wie lange dauert der nächste Aufstieg? 13 Stunden und 19 Minuten, sehe ich das richtig? Das dürfte eigentlich nicht sein. Eine Stunde und 5, das kommt eher hin. Denn da bist du ja noch nicht so hoch geskillt. Daher sollte es etwas schneller gehen. Und da Flashy und Corki gerade im Haus sind, werden wir hier den Tempomodus mal ein bisschen benutzen. Eine Moral von 98%, das sieht gut aus. Prozentige Unfallwahrscheinlichkeit hier und 30%ige Unfallwahrscheinlichkeit dort, sollte aber klappen, nicht, also gut, dann eben nicht. Was greift an? Eine Red Kakerlake? Ja, Red Kakerlaken, das schafft ihr drei, da bin ich ziemlich sicher. Ja, dann gucken wir doch mal unsere Räume durch, wer hier noch wo rein kann. Hier ist ein Platz frei, obwohl, wenn ein Platz frei ist, ist auch ganz gut. Wir haben ja einige Leute vor der Tür stehen. Vielleicht können die dann ja gleich ein bisschen was trainieren. Hier ist auch noch was frei im Waffenzentrum. Ach so, ja, da müssen wir die Leute jetzt mal reinlassen. Großes reinlassen gleich. Hier ist sogar auch noch ein Platz frei. Das wundert mich jetzt ein bisschen. Ich dachte, wir hätten gerade jemanden dort reingeschickt. Ist unsere Vault Promi nicht hier drin? Also nicht hier im Casino, meine ich nicht. Ich meine hier unten im Fitnesscenter. Ich dachte, sie wäre hier drin. Wo ist sie denn gelandet? Ach, Perception macht sie jetzt. Hier im Waffen... Ja, genau, da ist sie. Ja, dann schauen wir doch mal den ersten Ödland-Durchsucher. Wen haben wir denn da? Kelly Bush Scott. Und sie hat eine Menge mitgebracht. Vor allem hat sie knapp 4000 Kronkorken mitgebracht. Dann lassen wir sie doch rein. Und Brandon Scott lassen wir doch auch rein. Auch er hat viel an Schrott mitgebracht. Wie schön. Und unser Außenteam. Bruce Johnson und seine Leute. Ist das... Das ist immer noch nicht Melissa White, oder? Ich habe mich da, glaube ich, vertan beim letzten Mal. Rein mit euch. Und ihr habt sogar gesammelt, gefunden, ein Rezept. Das Bürgermeister-Outfit können wir jetzt selber herstellen. Das heißt, die, die wir noch auf Lager haben, könnten wir verwerten oder verkaufen. Ich bin erstmal für verwerten, damit wir sehen, was Besonderes hier drin ist. Vielleicht ist ja eine Schaufel da drin. Ja, Charisma 2 bringt es Intelligenz 2 und Glück 1. Da haben wir aber noch ein Rezeptfragment gefunden, der stählernen Bruderschaftsbaracke. Das sammeln wir auch. Und wie man sieht, da sind schon einige Punkte wieder frei. Ja, dann ist Adam Mitchell noch vor der Tür. Auch seine Sachen können wir sammeln. Warum haben wir denn auf einmal so viel Platz? Harold Mason. Er bringt auch 818 Kronkorken und ein paar Sachen mit. Ja, jetzt ist voll. Das dachte ich mir eigentlich schon vorher. Ein Bewohner hat ein Rezept im Ödland gefunden. Eine getunte Plasmapistole. 11 bis 13. Mhm. Ja, die sammeln wir. Also das Rezept vielmehr sammeln wir. Und da kommt jemand Neues. Cynthia. Cynthia Day. Ist dabei und bringt uns... Naja, Charisma, Intelligenz und so etwas mit. Ja gut, die Leute von außen sind ja meistens nicht ganz so gut geskillt. Wie die Leute zum Beispiel aus Lunchboxen. So gut geskillt sind sie meistens nicht. Gut, dann müssen wir also im Lager mal nachsehen und gucken, was wir verkaufen. Ja, die rostigen Waffen hier können wir auf jeden Fall verkaufen. Eigentlich auch hier die Laserpistolen, die rostigen.
Na, was ist denn sonst noch hier? Die verbesserte, abgesägte Schrotflinte. Ja gut, komm. Verkaufen wir auch. Dann haben wir ein bisschen mehr Platz. Und Raider-Rüstung. Die kann verkauft werden. Gefechtsrüstung. Und nochmal Lederrüstung. Da haben sie aber ordentlich gesammelt da draußen. Bürgermeister-Outfit. Ja, das können wir doch jetzt mal verwerten. Mal sehen, was wir da rausbekommen. Wir bekommen Garn raus, eine Lupe und einen Teddybären. Na, immerhin. Seltenen Schrott. Immerhin. Ja, da verkaufen wir doch auch ein paar von. Auf dass wir wieder etwas mehr Platz haben hier und die Leute reinlassen können da. Von draußen die Leute, meine ich. So, und dann mal rein mit euch. Oh, der mysteriöse Fremde ist auch noch da. Ja, das finde ich gut. Nur Red-Kakerlaken, die im Moment angreifen. Aha, das ist ja auch noch ein Ziel. Ja, richtig. Warum tut ihr euch so schwer mit Red-Kakerlaken? Das wundert mich ein wenig. Ihr dürftet damit eigentlich gar kein Problem haben, sage ich mal. So, Peter Hardy, jetzt darf er rein mit seinen ganzen Sachen und seinen 2852 Kronkorken. Rein mit dir. Und Ann Owens hat auch ein Rezept gefunden. Und eine Schaufel, wie schön. Einen Globus, außerdem auch noch 988 Kronkorken hat sie zudem gesammelt. Und unser Außenteam ist auch zurück. Und Joseph Murray, er hat auch ordentlich gesammelt. Naja, okay, er hat den Fotoapparat gefunden. Immerhin 933 Kronkorken. Und dann war es das auch schon wieder. Nein. Ja, so langsam müssten wir uns doch Gedanken machen, ob wir unten nicht noch einen Raum anbauen. Er hat ein Rezept gefunden, oder sie, oder es. Und zwar ein Nachtsicht-Impro-Gewehr mit 8 bis 13 Schaden, richtete Sam. Und wir haben ein rostiges Gauss-Gewehr, können wir jetzt herstellen. 16. Okay, 16 Schaden, richtete Sam. Und wir haben noch etwas abgeschlossen. 12 seltene Outfits sammeln. 780 Kronkorken nochmal obendrauf, wie schön. Ja, ja, ja. Dann brauchen wir wieder Platz. Oh, Mama Mia. Ja, eigentlich könnten wir diese Sachen dann sofort verkaufen demnächst. Die fokussierte Laserpistole 7 bis 10 behalten wir vielleicht erstmal. Moment. 5 Schaden richtet das gute Stück an. Dann haben wir hier das Repetiergewehr, das kann noch weg. Und die rostigen Laserpistolen schon wieder. Hatten wir die nicht gerade schon irgendwie alle verkauft? Ja gut, es sind einige seltene Waffen dabei, so etwas wie die gehärtete Kaliber 44. Könnten wir ja eigentlich auch verkaufen. Warum haben wir den Strahlenschutzanzug hier noch? Den können wir doch eigentlich auch verkaufen. Den brauchen wir doch nicht. Ich glaube, eine Lupe bekommen wir daraus. Und Garn, natürlich Garn auch. Lederrüstungen und Söldnerausrüstung. Ödland-Sanitäter brauchen wir, glaube ich, auch nicht. Wir hatten schon den Ödland-Arzt irgendwo gefunden. Und die ganzen Raider-Rüstungen wieder. Ja, Kampfrüstungen können weg. Unteroffiziersuniformen können weg. Und dann sollten wir schon wieder den nächsten reinlassen können.
Ja, Lawrence Walker also. Jetzt kann er rein. Und Craig West. Auch er hat gut gesammelt. 893 Kronkorken hat er erhalten. Und Samantha Wilson ist gestorben mit ihren 10.467 Kronkorken. Sie hat ordentlich gesammelt da draußen. Wir werden sie wiederbeleben. Natürlich. Und zurückrufen. Sie ist nach 2 Tagen und 5 Stunden und 25 Minuten gestorben. Woran ist sie denn gestorben? Sie hat gefunden einen Maiolok-Jäger. Ja, die sind auch ziemlich gefährlich. Der Maiolok-Jäger kommt näher und ist bereit zum Angriff. Der Maiolok-Jäger wurde zum Gejagten. Jetzt ist er tot. 2 Schaden erlitten, 1455 Erfahrungspunkte erhalten. Bewohner ist im Ödland gestorben. Wiederbeleben und Rückruf. Ja, wir haben noch etwas gesammelt und zwar ein Rezept von einem Plasmagewehr. 17 bis 18 Schaden richtet es an. Das ist aber schön. Ja, dann haben wir hier unsere gute Cynthia Day. Und was bringt sie uns mit Schönes? Sie bringt uns, das hatten wir schon, vor allem Charisma und Intelligenz und Stärke, auch Ausdauer und Glück, die Glückliche. Ja, da würde ich sie jetzt, da sie neu ist, am liebsten gleich ins Casino stecken, wenn das möglich ist. Aber ich glaube schon. Ich glaube, das Casino ist nicht voll, oder? Geht hier jemand raus jetzt? Es sieht nicht so danach aus. Es sieht ganz gut aus. Und es passen sogar noch 2 Leute rein. Aha. Ja, da können wir in der nächsten Folge mal gucken, wer das dann wohl sein wird. Diese Folge ist am Ende. Ich darf mich bedanken für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch. Macht's gut. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.